Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, bin ich gerade dabei, Milan für den Tag fertig zu machen. Die anderen Mäuse sind alle schon fertig und natürlich ist Elisa auch im Kindergarten. Wir haben heute Morgen verzweifelt ihre Schuhe gesucht. Ich habe ihr jetzt zum bitteren Ende so Stiefelchen angezogen in Schwarz. Ist jetzt auch nicht so schlimm, weil wir irgendwie ihre Kitaschuhe verbuddelt haben. So, fertig ist der junge Mann. Der kleine Mann hier. So, dann komm mal her. Schwupps. Der Wickeltisch ist halbwegs ordentlich, wobei ich da auch ein bisschen aufräumen muss. Und hier kommt noch ein kleiner Haul für euch. Aber da, tada, das ist wieder so typisch ich. Sobald ich eine Fläche habe, die frei ist, schmeiße ich irgendwie gefühlt alles hier drauf. Hier ist noch Milans Jacke und die Decken und mein Schal und ja, das werde ich jetzt alles mal ordentlich machen und aufräumen, damit das Regal hier wieder frei wird. Ja, hier sind unsere anderen Mäuse. Hier ist unsere Maya-Maus. Die liegt im Kinderwagen. Die kleine Schnecke, die süße Maus. Und hier ist unser frecher Mika, der kleine Mann. Und unsere Juna-Maus, die süße Schnecke. Ich bin schon seit gefühlt Monaten darüber am Nachdenken, dieses Bettchen zu verkleinern. Ich habe ja auch immer wieder mal überlegt, das Bett dann hier hinzustellen, aber das passt nicht. Ja, jetzt bin ich halt immer hin und her am Überlegen. Unsere kleine Süße. Genau. Und hier ist unser Milan. Der kleine Mann. Und der hat heute ein ganz besonderes Set an. Das ist nämlich das Coming Home Outfit von Delia. Das hatte Delia angehabt, als sie zu uns nach Hause gekommen ist. Und das habe ich irgendwie nicht abgegeben, weil ich das so süß finde. Und ich finde das an Milan auch total süß mit der Leggings und dann mit den Kuschelsocken und dem Pulli. So, ich werde mich aber jetzt nicht weiter drücken, weil irgendwie habe ich keine großartige Lust, hier wieder aufzuräumen. Aber ich muss die Ecke machen, ich muss das Bett machen und hier muss ich auch klar Schiff machen, weil das habe ich heute erstmal alles einfach nur da so draufgelegt, als Elisa dann endlich im Kindergarten war. Und das werde ich jetzt auch noch dann, ja, machen müssen. Ich habe keinen Bock, ne? Naja, irgendwie muss ich das jetzt machen. So sieht es natürlich schon wesentlich besser hier aus. Ja, das muss ich noch in den Wäschekorb packen, aber den werde ich gleich direkt vorholen, weil die Wäsche werde ich noch machen. Ja, so sieht es richtig gut aus. Den Zug habe ich jetzt erstmal noch auf dem Tisch stehen lassen, aber ich denke, der wird dann von Elisa wieder runtergeholt, wenn sie dann aus dem Kindergarten nach Hause kommt, weil die liebt diesen Zug. Die spielt da unheimlich gerne mit. Und dann werde ich mir jetzt hier
eben den Wäschekorb vorholen. Dann zeige ich euch die Sachen, die in den letzten Wochen noch angekommen sind, damit ich die auch direkt gleich dann mit wegräumen kann. Ich bin jetzt soweit durch und wollte euch jetzt einfach mal die Sachen zeigen noch, die ich im Laufe der letzten, ich glaube 2 Wochen, bekommen habe, beziehungsweise letzte Woche, Mittwoch, war ich ja bei Tante Gabi, das wisst ihr ja, und wir waren ja beim Kinderheim, beziehungsweise angrenzendem Secondhand-Shop, weil ich da ja auch noch Sachen zur Spende hingegeben habe. Und ich habe mir da auch ein paar Sachen ausgesucht, die ich dann mitgenommen habe. Und zwar als allererstes habe ich diesen süßen Strampler hier gefunden. Der ist von C&A mit dem Hasenkopf drauf. Da bin ich tatsächlich schon ganz, ganz lange auch bei Mami Kreisel drum geschlichen, um diesen Strampler. Ja, deswegen habe ich den natürlich auch direkt mitgenommen, als ich den dann dort gefunden habe. Dann habe ich relativ zeitgleich für Milan was gefunden. Und zwar diese Art Jeans Leggings. Das ist so richtig schöner, weicher Stoff. Und deswegen fand ich die so toll, dass ich die mitgenommen habe. Dann habe ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, ob ich das jetzt extra auch nochmal für Milan mitgenommen habe oder ob die Jeans tatsächlich da war, wo ich nachher für Elisa geguckt habe. Aber ich habe tatsächlich hier eine Jeans mitgenommen. In Größe 74. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass ich die eigentlich nicht für Milan mitgenommen habe, sondern eigentlich wollte ich die für Elisa mitnehmen, weil Elisa braucht dringend Jeanshosen, gerade auch für den Kindergarten. Und deswegen ärgere ich mich da ein bisschen drüber, weil 74 kann ich definitiv nichts mit anfangen für Elisa, außer, wie gesagt, für Milan. Ich werde das mal ausprobieren bei Milan, wie die ihm steht und wie die ihm passt. Und ansonsten, ja, sortiere ich sie halt einfach wieder aus. Genau, und dann kommen wir nämlich auch schon zu Elisa. Ich habe nämlich ein paar Sachen auch für Elisa gefunden. Zum einen, wie gesagt, Jeanshosen für die Maus. Einmal diese hier, die ist so schön etwas schlichter geschnitten und die gefällt mir richtig, richtig gut. Und zum anderen habe ich mich dann für diese Jeanshose hier entschieden. Die gefiel mir auch richtig, richtig gut. Die ist auch so typisch Jeans eben. Und was ich halt auch ganz schön finde, ist, dass die hier jetzt nicht so einen riesen breiten Schlag sozusagen hat. Deswegen habe ich mich auch für die entschieden. Gerade jetzt für die kalte Jahreszeit. Das war mir auch wichtig, dass die Jeanshosen wenigstens noch so viel Platz bieten, dass man da halt noch schön eine Strumpfhose drunter setzen kann. So, und dann habe ich noch 2 Pullover gefunden für Elisa. Das war eigentlich Zufall, weil eigentlich wollte ich überhaupt nicht bei den Pullovern gucken, denn Elisa hat Unmengen an Pullover, aber dann sind mir die beiden Pullis irgendwie ins Auge geschossen. Zum einen dieser hier, den finde ich so, so schön. Den wollte ich dann halt, ja, unbedingt mitnehmen für Elisa Maus. Und dann habe ich mich noch für diesen hier entschieden. Der ist auch so, so niedlich, finde ich den. Und alles, was jetzt kommt, habe ich tatsächlich wieder bei Mami Kreisel gekauft, beziehungsweise 2 Sachen sind von eBay. Man muss ja korrekt sein hier. Genau, und zwar sind das die beiden Sachen hier. Das sind die 2 Socken für die Jungs und ein paar für die Mädchen. Das habe ich bei eBay gekauft, weil da hatten die halt auch tatsächlich die richtige Größe gehabt. Und das ist ja gerade was die Socken betrifft, im Moment echt schwierig, die kleinste Größe zu bekommen irgendwie. Das ist jetzt Größe 13, 14. Die sind natürlich von Steif, wie ihr gesehen habt. Ja, und alles, was jetzt kommt, ist tatsächlich auch von Steif. Ihr wisst ja, ich liebe Steif-Sachen.
Und ich muss sagen, ich bin im Moment immer mal wieder am Gucken. Und wenn ich dann wirklich ein Angebot bekomme, dann schlage ich tatsächlich auch mal zu. Und das habe ich jetzt halt auch gemacht. Und da habe ich mich zum einen für diesen süßen Pullover hier entschieden. Der ist für Elisa Maus. Der ist in Größe 80, weil Elisa hat tatsächlich auch schon einen Pullover in Größe 80 von Steif und der passt angegossen. Und dann habe ich mich für Pullover für Milan entschieden. Wenn ihr mich länger verfolgt, dann wisst ihr ja, ich hatte vor einiger Zeit schon mal einen Steif-Pullover für Milan gekauft. Den hat letztendlich Mika abgestaubt und deswegen wollte ich für Milan doch nochmal auf die Suche gehen und habe tatsächlich ein Zweierpack entdeckt und gefunden. Auch richtig günstig und da habe ich natürlich zugeschlagen. Zum einen ist das dieser hier, dunkelblau-weiß gestreifter Pulli mit dem Teddykopf drauf für Milan. Und zum anderen ist das dann ein unifarben weißer Pullover mit so einer süßen Applikation drauf, mit drei Bärchen drauf. Richtig niedlich. Und dann hier oben natürlich wieder der Kopf. Und die letzten zwei Sachen sind tatsächlich auch für Milan. Denn ich habe für Mika tatsächlich auch den gleichen Strampler gekauft. Allerdings in Größe 56, der natürlich bei Milan nicht passt. Und deswegen musste der Strampler auch nochmal in der Größe von Milan her, und zwar Größe 68. Ich stelle mir da richtig, richtig schöne Fotos mit vor, die ich gerne machen möchte mit den beiden Jungs zusammen, im Partnerlook sozusagen. Und das habe ich tatsächlich auch bei eBay ersteigert gehabt. Genau, das war auch nochmal eBay. Und zwar war es zum einen dieser Strampler hier und bei der gleichen Verkäuferin habe ich dann noch diesen Strampler hier ersteigern können. Der ist auch in der Größe 68 für Milan. Ja, das war's, was ich euch zeigen wollte an den Sachen, die in der letzten Woche hier angekommen sind. Mittlerweile ist mein Akku wieder leer. Ja, und ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal ganz in Ruhe die Babywäsche machen, alles zusammenlegen. Meine Lieben, zurück hier im Vlog. Ihr seht, meine Wäsche ist gefalten, aber noch nicht weggeräumt. Das werde ich jetzt eben noch machen. Ich habe nur gerade eine Socke wieder gesucht. Ich hasse sowas, wenn Socken verschwinden. Ich kriege die Krise da dran, aber ja, ist ja alles gut gegangen. Genau, ich werde jetzt alles in Ruhe hier wegräumen. Ja, was denn, mein Schatz? Ja. Ich habe mittlerweile so viele Sachen von Steif, dass die gar nicht mehr alle hier in dieser Kiste reinpassen. Ich bin so froh, dass ich jetzt nochmal welche bestellt habe bei IKEA. Die kommen jetzt die nächsten Wochen. Und dann kann ich nämlich für die Jungs auch nochmal so eine separate Kiste hier machen. Ja, und jetzt bin ich hier noch eben bei Elisa dran. Da muss ich nämlich auch noch alles einsortieren hier. Aber das dürfte nicht mehr so problematisch sein. Ja, und das Fach hier ist leer. Da ist nur noch unsere Wickeltasche drin. Alles eingeräumt. Bis auf den Wickeltisch noch. Aber das muss ich in den Wickeltisch selber einräumen. Und zwar habe ich ja jetzt hier
die ganze Unterwäsche und die Socken und so drinne. Deswegen kann ich das jetzt alles noch hier unten in Ruhe einräumen. Werde ich jetzt auch noch eben schnell machen. Mann, 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 Leute, hier geht manchmal Sachen ab. Erstmal meine Mama beruhigt, die Katzen beruhigt. Oh Mann, ich muss euch das zeigen. Einen Moment. Also hier ist jetzt die Nala. Hoffe mal, dass sie jetzt Ruhe gibt. Und hier ist der Bär. Der Bär. Der hat sich diesen Karton hier auserkoren und liegt den ganzen Morgen schon da drinne. Ne? Sag mal. Hm? Ja, und gerade ist er rausgegangen und Nala ist da reingegangen. Und seitdem war er todunglücklich und ist immer zu mir gelaufen, als ob er sagen wollte, ich soll die Nala da rausschmeißen, was ich aber nicht getan habe. Ne? Dicker, jetzt ist Nala wieder raus und zack, er wieder hier drin. Keine Ahnung, was an diesem Karton besonders ist. Da ist mir die kleine Zicke, ne? Und die kleine Zicke. So, und hier habe ich jetzt alles eingeräumt, was ich noch einräumen wollte. Hier, das ist das Fach von Juna und Maya. Die teilen sich ja eine Größe. Das Fach ist von Milan. Hier hinten sind die langen Bodies, hier vorne die kurzen Bodies. Das ist Mika. Auch wieder hier hinten langen Bodies, hier vorne kurzen Bodies. Und das ist unsere Elisa-Maus. Und dann habe ich hier vorne immer vor der Kiste mit den Bodies noch die Socken. Wobei bei den Jungs habe ich das jetzt so gemacht, die teilen sich nämlich die Socken. Da habe ich jetzt das eine Fach hier mit den Dreieckstüchern hingepackt hier bei Mika. Und bei Milan sind jetzt hier die Socken in der Kiste und hier dann von den Mädchen. Genau, so habe ich es aufgeteilt. Und dann haben wir hier noch unsere großen Spucktücher drinne, dann die Mützen, die kleinen. Und dann haben wir hier noch so Haarbändchen. Die habe ich jetzt auch noch mit hier reingepackt, wobei ich die auch nicht wirklich nutze. Und ich finde das richtig praktisch. Dann hat man hier wirklich die ganzen Bodies und Socken und alles direkt hier. Du Freche. Hm? Du Freche. Den beiden geht's auch wieder gut. Oh, Potti Lotti. Hm? Sie hat jetzt auch vor einer Woche jetzt. Da sind nur Vögelchen, da brauchst du nicht meckern. Genau, eine Woche ist das jetzt her. Da hat sie noch mal eine Spritze, eine Hormonspritze bekommen. Aber die hat die gut verkraftet diesmal. Da sind wir auch froh drüber, weil die letzten paar Male hatte die nämlich auch nicht richtig gut verkraftet. Und ich bin jetzt soweit hier durch und fertig. Ich werde heute jetzt erstmal nichts weiter mehr machen, weil die Elisa muss ich gleich vom Kindergarten abholen. Und dann ist sowieso Chaos hier, weil dann möchte Elisa natürlich spielen und alles. Ich würde an dieser Stelle ganz gerne jetzt den Vlog hier beenden, damit ich den heute Nachmittag auch noch für euch bearbeitet bekomme. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geschaut habt. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!